liebe Leute und willkommen zu einem neuen Video auf unserem YouTube-Kanal Alpine Momente. Ihr seht heute ein richtig cooles Video. Für dieses Video habe ich die Tour zweimal machen müssen. Ich bin gerade am Nordostgrat Richtung Schmittenstein unterwegs. 20 Höhenmeter unterm Gipfel habe ich aufgrund eines Schneefelds vor einer Woche abbrechen müssen. Heute habe ich nicht nur Spikes dabei, die Eismänner sind da, es hat geschnieben, wie ihr es gesehen habt. Heute habe ich sogar Steigeisen und einen Pickel mit dabei. Das Wetter wird noch richtig cool. Viel Spaß, kommt's mit. Ja, grüß euch liebe Leute, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute bin ich in Geissau, beziehungsweise ich hört's gerade von Geissau rausgegangen. Und ich versuche eine richtig feine Runde zu machen. Und zwar versuche ich zuerst auf den Schmittenstein aufzugehen, dann eine Überschreitung zum Schlenken. Und über den Schlenken gehen wir nachher über die Jägernase wieder runter nach Geissau. Und es ist richtig lässig. Schaut mal da vorne. Das ist der Schmittenstein und über den ganzen Grat gehen wir noch einen Vierer. Und da hinten beim Sargwirt gehen wir wieder raus. Das ist einmal so die Idee. Naja, man sieht es, 4 Stunden Schmittenstein, 5 Stunden Schlenken. Da habe ich noch einiges vor. Vor allem, weil in 5 Stunden soll Sonnenuntergang sein. Das Hirzer ist knapp 3 Kilometer reingegangen, die Forststraßen, und die Straßen trennen sich jetzt. Jetzt schauen wir mal, wo es hier geht. Zisterbergalm, Sattelalm, und wir gehen auf den Schmittenstein 3,25 Stunden. Genau, also da, wo sich die Straßen trennt, nach links weiter zurück in das Tal. Ich habe der Weggabelung da bei ca. 3 km steigt die Forststraßen stetig an und man geht die ganze Zeit voll schön neben dem Bach. Also es ist richtig entspannt und cool, angenehm, taugt mir. Da vorne sagt sie jetzt zum ersten Mal die Wand, ich glaube Los Wand oder so irgendwie heißt die. Schreib es euch nachher unten rein. Ja genau, Los Wand heißt das. Und wir müssen jetzt da wieder nach rechts 2-3 Viertelstunden auf den Schmittenstein. Ja, und da ist man nachher kurz danach eh schon heraus aus dem Wald. Und man sieht das Ziel. Und zwar, da oben versteckt sich der Schmittenstein. Jetzt ist er heraus. Und ich glaube, wir gehen da jetzt auf den Sattel auf und nachher über den Grat auf den Gipfel. Also das Gelände wird richtig schön und ich bin total begeistert, weil von der Vorderseite, sprich von der Kuchlerseite, ist auf dem Schlenken Schmittenstein eh immer so viel los und da bist du ganz allein, kein Schwein ist da, also das ist definitiv der ruhigere Anstieg auf die Gipfelaufe.
Ja, jetzt bin ich da herum auf dem Sattel, den ich euch von unten gezeigt habe, von da ganz vorn draußen, von der Garsau komme ich her. Und da geht es jetzt 1,5 Stunden auf dem Schmittenstein rauf. Wunderschön ist da herum, da tut es jetzt gleich ein Traum auf den Blick aufs Dennengebirge auf. Schaut einmal, wie gefällt euch das? Traum! Da drüben seht ihr einen Regenspitz und dahinter das Gruberhorn und noch weiter hinterberg ist das Gennerhorn. Die Tour habe ich auch erst gemacht, die verlinke ich euch oben und unten in der Infobox. Schaut euch das unbedingt nach dem Video an. Ja, wir sind da hier zu nehmen am Nordostgrat rauf unterwegs. Den letzten Tag hat es geregnet. Gestern auf die Nacht ist es schöner geworden. Und jetzt ist es auch schon heute auf die Nacht. Und da ist es noch immer nass. Also bei Nässe ist das Ganze doch ziemlich heikel. Wer sich da nicht ganz sicher ist, würde ich empfehlen, dass man Stecken mitnimmt. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob ihr es seht, da unten ist die Alm, wo ich vorher war, die ist jetzt schon fast im Schatten. Aber der Grat ist wunderschön, schaut euch einmal da den Tiefblick habe ich an. Ist doch ein Traum, oder? Schönes gestuftes Gelände drauf. Da ist einmal Drahtseil versichert drauf. Nur ein kurzer Stöhl. So schaut die Form aus. Ja, und jetzt geht es auf den Gipfelaufbau zu. Er wird, glaube ich, ein bisschen umgangen. Dann auf einen leichten Stöhl.
geklommen. Ah ja, da geht's da rechts vorbei. Da ist es gescheit zum Aufpassen. Da bist du im Absturzgelände. Das heißt, wenn da jetzt noch mehr Schnee liegen würde, war jetzt mit den Snowline-Spikes sinnvoll. Ja, ich glaube, ich werde unten umgehen. Der Boden ist da noch gefroren. Tja, heute ist nicht aller Tage, ich komme wieder, keine Frage. Da haben wir ein Schneeviertel im Absturzgelände. Es trifft mir jetzt ein echt voll an. Ich habe keine Snowline-Spikes mit dabei. Und einfach ausrutschen und dann liegst du da unten und du bist hier. Das zahlt sich nicht aus. Von daher heißt es jetzt für mich, leider wird es mit der Überschreitung nichts, aber die Runde mache ich den nächsten Tag fix noch einmal. So schaut es aus, in dem Sinn, bis bald, ciao, pfiat euch. Jetzt bin ich genau da herum, wo ich letzte Woche umdrehen habe müssen, ungefähr 30 Höhenmeter unterm Gipfel. Das Schneefeld ist schon ein bisschen zurückgegangen, ist aber nach wie vor da. Jetzt ziehe ich mal die Steigeisen an, die Stimmung ist ein bisschen beklemmend da im Nebel. Ich schaue mir das an. Wenn ich noch einmal umdrehen muss, nachher muss ich noch einmal umdrehen. Aber im Grunde spricht nichts dagegen, dass ich das Ganze heute mache, weil Ausrüstung habe ich alles dabei. Ich habe sogar ein Eisgerät dabei, habe mich für das Eisgerät entschieden und gehe am Picke, weil das Eisgerät einfach handlicher ist und weniger Gewicht hat. So, rein in die Steigeisen, genug geklappert. Ihr seht es, ich bin mittlerweile in die Steigeisen drinnen. Mein Eisgerät habe ich mir auch schon ausgepackt und jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Steigeisen sind überprüft. Es ist halt da wirklich absolutes Absturzgelände und da der Leute einfach nichts. Von daher lieber auf Nummer sicher gehen. Ausrutschen ist da nicht drinnen. Da geht jetzt der Weg um mich, das war letztes Mal noch alles unterm Schnee drinnen und da hat man da oben umqueren können. Das heißt, ja, übertriebene Maßnahme, nein, würde ich nicht sagen, gescheiter vorsichtig und mit Hirn unterwegs, als wir das letzte Mal unterwegs. Also es ist schon ein schöner Steig da um mich, ihr könnt euch das vorstellen, aber es ist halt absolutes Absturzgelände da oben. Letztes Mal hätte ich da unten gehen müssen, das war keine Möglichkeit und die Spur ist eben da drinnen gewesen. Also heute alles easy, easy cheesy, die Tour geht gut. Naja, ganz easy auch nicht, da ist jetzt ein bisschen zum Aufpassen. Da müsste der Steig irgendwie weitergehen. Ist schon gut, dass ich die Ausrüstung dabei habe.
Es war nicht schlimm, es waren nur ein paar Meter. Aber es war ohne Ausrüstung heute wieder Harakiri gewesen. Und so ist da jetzt ganz gut rumgegangen. Ich kann euch da nur raten, auch wenn euch die Leute auslachen, nehmt euch lieber die Ausrüstung mit, die ihr braucht, dass ihr da sicher unterwegs seid, dass euch da nichts passiert. Weil wenn was passiert, dann sind sowieso wieder alle schlauer. Und so war es schlau genug und seid sicher unterwegs gewesen. Ziemlich mystisch geht es da um. Boah, schaut euch die Wand da an. Schnee von oben, ein Helm war gar nicht so deppert gewesen. Meine Schwester hat mir vorher gesagt, sie war mal da und da ist irgendwo von da, von oben, ein Stein dahergekommen. Ja, du bist halt da wirklich immer so unter die Abstürze unterwegs. Richtig bohrt ist da nicht. Mit den Steigeisen ist es auch natürlich zum Aufpassen da auf dem Fels drauf. Ah, und da geht's jetzt dann auf den Gipfel rauf. Zehn Minuten auf den Gipfel rauf. Darauf ist sogar ein Seil eingespannt, aber es ist ein leichtes Gelände, maximal eins. Alles schön gestuft drauf und ist eigentlich nur relativ kurz. Wie man sieht, geht auch ganz gut mit Steigeisen. Das ist die Stufe von oben. So, liebe Leute, bergheil vom Schmittenstein herum, den überschreiten wir jetzt gleich. Thank you.
Ja Leute, ich hoffe, das über den Wolkenpanorama hat euch auch gut gefallen. Statt der Aussicht direkt am Gipfel, habt ihr von ein bisschen weiter oben in der Luft eine coole Aussicht. Und jetzt starten wir in der Schlenkenüberschreitung rein. Ich hoffe, dass die Nebeldecke noch aufreißt. Also ich habe nochmal in der Zamknacht geschaut und laut der ist es eigentlich jetzt da gerade wolkenlos. Naja. Also jetzt da wieder runter bis zu einem Schüttelfiere, wo Schlenken angeschrieben ist. Wieder leichte Kraxelei und da ist es wie gesagt eh versichert. So, da seht ihr es noch einmal, mitten schnell rechts auf. Also da schaut es jetzt so easy aus, das heißt, außer aus den Steigeisen, die brauche ich da jetzt genommen. So, das ist jetzt der Abstieg vom Schmittenstein in den Sattel, wo es zum Schlenken umgeht. Die Tour habe ich schon einmal gemacht, von der Hallener Kuchlerseite aus, mit Krücken sogar. Also das heißt, das geht wirklich für jeden, der zwei Füße hat. Und das ist eine richtig schöne Gradrückenüberschreitung. Ja, schon ein bisschen gemein, dass sich die Nebelsuppen so über dem Salzachtal hält. Ein bisschen mehr Aussicht hätte ich euch schon verkündet. Da seht ihr es, da geht es zur Tennalm und zur Schlenkenalm runter. Schmittenstein, Bergalm und Geissau. Da bin ich eben von da drüben hergekommen. Und wir gehen jetzt über den Schlenken und über die, wie heißt die Nasen? Jagernosen, glaube ich, gingen wir wieder in die Geissau. Dann haben wir eine richtig coole Runde gemacht. Voll der schöne Wanderweg da, richtig cool angelegt. Und ist echt eine logische Überschreitung über den Ruckendorfer. Ah, herrlich! Wenn ich mich richtig erinnert, ist das die einzige seilversicherte Passage bei diesem Grat. Ganz einfaches, schön gestuftes Gelände. Maximal Schwierigkeitsgrad 1, ganz einfache Kletterei. So schaut es von oben aus. Nach der Stelle geht es gleich wieder ganz sanft weiter. Höhenmeter sind es übrigens nicht mehr viel auf dem Gipfel von der Scharten. Ich glaube, dass das maximal 100 Höhenmeter gegen Anstieg sind.
Die Sonne schaut ein bisschen durch. Das ist der Lohn für die Mühe. Reiteln, das sind diese alpinen Momente, das halt schon besonders macht, oder? Schaut mal. Da vorne das Gipfelkreuz, die Sonne schaut raus. Alter. Ah. Ah. Oh, ihr Freude, oh, ihr Freude. Ja, das ist also da am Schlenken herum, mit der Überschreitung vom Schlenken, haben wir dann praktisch den Schmittenstein und den Schlenken überschritten und eine richtig lässige Runde vom Geisau aus gestartet und beendet. Und die Sonne schaut zwischendurch immer wieder mal aus. Ich bin guter Dinge, dass vielleicht noch aufreißt. Also man kann sich ja vorstellen, da drüben ist die Sonne, das ist Westen. Durch die westseitige Ausrichtung bietet sich die Tour wirklich hervorragend als Sonnenuntergangstour an. Also da drüben hätten wir heute einen gewaltigen Sonnenuntergang, das war ursprünglich mein Plan. Schauen wir mal, ob es noch ein paar Aufnahmen kriegt. Da hinter mir ist jetzt eine Abzweigung, einmal geht ein Weg nach links runter und einmal geht einer nach rechts weiter. Und was ich weiß, ist die Jägernasen ja irgendwie auf 15, 80 oder so, trennen sich die von einem anderen Weg. Ich glaube, dass das die Weggabelung war. Boah, ist das eine geile Stimmung. Ja, brutal. Brutal. Ha. Ja, brutal gewaltig. Aha, ja. Da seht ihr es, da geht es ausgesetzt oben und da auch. Ich gehe mal davon aus, dass das die Jägernasen ist. Ja, abartig. Wahnsinn, da hinten oben, der Himmel heraus. Ich kann es nicht glauben, also das ist echt ein besonderer Tag heute. Seht ihr es, also bei Nässe auch ungut zum Gehen, aber es geht schon. Falls ihr seht, da ungefähr 600-700 Meter weiter unten ist das Tal, also Absturzgelände, aufpassen wo man geht und wo man ausrutschen darf und wo nicht. Da hinten oben sind wir hergekommen. Da sieht man eben, wie steil das Gelände da ist. Blätballsnase ist da auch, Blätballsnase ist. Also schon mit Vorsicht genießen. Ne? Ja, ich bin jetzt gerade in der Vormauer herunten, da im Salzachtal. Jetzt sind viel langsam, sieht man, reißt ein bisschen auf. Für mich geht es jetzt einmal gerade vier und nachher geht es rechts oben Richtung Gorsau. Da drüben übrigens der Göll.
Ja, da geht es Richtung Adnet und wir bleiben da jetzt dann auf der Straße, Forstweg. Und da müssen wir zeigen in die Geissau. Genau, und da haben wir jetzt das Schüttelknobelwerk Geissau und damit haben wir den Schmittenstein-Rundwanderweg dann beendet. Okay, so heißt der, der hat sogar einen Namen. Der ist unten mit 8 Stunden irgendwie angeschrieben gewesen. Ja, liebe Leute, ich hoffe, dass die Sonnenaufnahmen einigermaßen versöhnlich sind, das Hirze kriegt. Es tut mir leid, dass da jetzt nicht mehr dabei rausgekommen ist. Der Wetterbericht war an und für sich ein anderer, aber es ist da oben nach wie vor der Nebel. Ich mache jetzt trotzdem einfach mal ein Resümee. Und zwar die Runde Schmittenstein-Rundwanderung ist wirklich eine coole, lässige Tour. Insgesamt machst du da ungefähr 1200 Höhenmeter. Und die Runde ist sicher mindestens 20 Kilometer lang. Ihr habt es eh gesehen, von der Geissau auf den Schmittenstein auf. Da ist definitiv ein Stückerl, wo Schnee drinnen liegt und wo es zum Aufpassen ist. Auch der Grund, warum ich jetzt heute bei dem Wetter noch mal ausgeguckt bin und vor allem, warum ich mit Steigeisen und einem Eisgerät am Schmittenstein war. Aber besser zu gut als zu schlecht ausgerüstet. Merkt euch das einfach. Lange Rede, kurzer Sinn. Der Schmittenstein ist ein anspruchsvoller Berg, die Überschreitung. Wenn du nachher noch einmal unten bist, in der Einsenkung zum Schlenken um, ist dann alles easy cheesy, gemütlich. Wir haben ja eine versicherte Stelle drinnen, aber das schafft jeder, der zwei Füße und zwei Hände hat. Da kommt jeder rauf. Jagernosen muss man aufpassen. Es sind ein paar Stellen, wo man nicht ausrutschen darf. Ja, und dann da oben finden in die Geissau, das ist nachher auch wieder so ein bisschen eine Herausforderung, weil das ist vom Schlenkengipfel nirgendwo angeschrieben. Aber ich glaube, ihr habt das ganz gut zusammengefasst. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, benutzt das Kommentarfeld, beantworte ich euch gern. Bewertet das Video mit einem Daumen nach oben, Daumen nach unten, wer das erste Mal dabei ist. In Zukunft nichts mehr verpassen, will auf unserem Kanal. Kanal abonnieren, Glocken aktivieren, nachher kriegt ihr eine Erinnerung. Danke fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch, macht's es gut.